Zunächst bilden sich aus der Darmschleimhaut Polypen. Das sind kleine Polypenknospen. Und aus diesen Polypenknospen entsteht dann ein Adenom. Das ist also ein vergrößerter Polyp. Dieser kann entweder als Rasen oder als gestielter Polyp, das heißt wie eine Blume, in der Darmschleimhaut entstehen. Aus diesem Adenom entsteht dann nach einer gewissen Zeit, man spricht so von 3 bis 5 Jahren, ein Karzinom. Da gibt es unterschiedliche Ursachen. Die häufigsten Faktoren sind häufig bekannt. Adipositas, also krankhaftes Übergewicht, mangelnde Bewegung, ballaststoffarme Kost, hoher Fleischkonsum von rotem Fleisch. Ziel einer Darmkrebsoperation ist die komplette Entfernung des Darmkrebses selbst und auch des dazugehörigen Lymphabflussgebietes, weil auch schon in frühen Stadien Darmkrebs in die Lymphknoten metastasieren, also streuen kann. Und Ziel ist es dann, den Patienten einmal richtig zu operieren, um dann den Darmkrebs selbst, den Tumor selbst und auch alle Streubereiche mit zu eliminieren. Wir verfügen im Marienhospital über die neueste Generation eines hochauflösenden dreidimensionalen Laparoskopieturmes, also die Möglichkeit also einer dreidimensionalen Bauchspiegelung. Dabei ist es wichtig, dass die Geräte sich ebenfalls dreidimensional bewegen können. Und da spricht man von robotischen Instrumenten. Wenn also die Schere nicht mehr nur so aufgeht, sondern auch abknicken kann und in kleinstem Raum diese Bewegungen möglich sind. Patienten werden direkt am OP-Tag mobilisiert. Sie müssen vor dem Bett stehen und die ersten Atemübungen machen, erhalten aber auch direkt Flüssigkeit zu trinken und eine kleine Mahlzeit, sodass selbst bei großen Darmoperationen eine schnelle Wiederherstellung der Gesundheit erreicht wird.